wir jetzt an. Ich darf euch alle recht herzlich hier zur Eröffnung der Steinert Kimmes 2014 begrüßen. Ich begrüße... So. Ich begrüße an erster Stelle unseren ersten Bürger der Stadt, Dieter Cevers, der wie in jedem Jahr eigentlich immer hier ist. Heute betont leger, das gefällt mir persönlich sehr gut. Und auch Gordon Dudas, der ja neulich schon mal, wie in der Zeitung auch zu lesen war, eine schöne Tour mit mir in die Schweiz gemacht hat und mal einen anderen Beruf kennengelernt hat. Freitag ist Dienstag, war das Motto, ja? Genau so. Ja, ich habe mir das gemerkt. Pünktlich zur Eröffnung, pünktlich zum Beginn der Kirmes hat das Wetter dich natürlich auch wieder beruhigt. Es musste heute Morgen ein wenig regnen, weil der Platz war über die heißen Tage hier diese Woche sehr staubig und dreckig geworden. Der Regen hat das alles schön weggespült und natürlich haben wir wieder unser Wetter. Wir haben auch einen neuen Wettermacher und der hat seinen Job offensichtlich sehr gut gemacht. Ja, wir haben den Platz ein wenig umgestellt, wir haben den Platz sehr voll. Es ist sehr schön, nach allem, was ich gehört habe, alle, die mir das gesagt haben, die auch unvoreingenommen hier rumlaufen, haben wir das eigentlich ganz gut hingekriegt. Ihr werdet ja gleich mit uns eine kleine Runde gehen und dazu sind alle herzlich eingeladen. Im hinteren Bereich ist das eben den kleinen Schlenker, den wir da reingebaut haben, sodass man ein ganz neues Bild kriegt und diese lange Reihe verschwunden ist. Ich will aber jetzt hier nicht lange reden. Bevor Dieter Cevers die Kirmes offiziell eröffnet, darf ich das Mikrofon an Willi Papaglioni geben, dem diese schöne große Verlosung hier gehört und der ein paar Worte aus der Schaustellerschaft zu uns spricht. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Bürgermeister Cevers, Herr Dudas, herzlich willkommen hier zu Ihrer Steinert-Kirmes in Lüdenscheid und natürlich auch die Mitglieder des Schützenvereins, auch in Person Rolf Linneppe als erster Vorsitzender. Herzlich willkommen zu eurer Kirmes. Wir sind gerne hier. Die Steinert-Kirmes ist wie in jedem Jahr ein fester Termin für die Schausteller aus dem ganzen Sauerland, aus ganz Westfalen. Und natürlich auch sind wir auch wieder froh, in diesem Jahr den Bürgermeister begrüßen. Weil der Bürgermeister kommt, ist das Wetter sonnig. Man merkt es gleich. Also, Herr Cevers, vielen Dank dafür. Volksfeste. Auch hier in Lüdenscheid sind kulturell Jahrhunderte tief in der Gesellschaft verwurzelt. Volksfeste sind Orte des sozialen Miteinanders, Orte der Integration und Identifikation, Entschuldigung. Hier kommen Menschen von jung bis alt aus allen unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen. Die Ausrichtung von Volksfesten, so wie hier in Lüdenscheid auf der Steinert-Kirmes, sind ein Stück Daseinsvorsorge für die Bürger in Lüdenscheid und in ganz Deutschland. Volksfeste sind Besuchermagneten, sind natürlich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sind Werbe- und Aushängeschilder der Städten und Gemeinden. Sie locken jedes Jahr Millionen in die Städte und Regionen in ganz Deutschland. So dass auch der Einzelhandel, Hotels und Gaststätten, Taxibetriebe, der öffentliche Nahverkehr und natürlich auch die Stadtkassen Form von Gewerbesteuern davon profitieren. Ob Karussell, Ausschank oder Imbiss, Schaubude oder Hau den Lukas, wir, die Schausteller, nicht nur hier in Lüdenscheid, sorgen für die richtige Atmosphäre. Hier auf dem Volksfest und natürlich auch auf den Weihnachtsmärkten. Die Schausteller tragen wortwörtlich zum Erhalt einer lebendigen Volksfestkultur bei. Und so lassen Sie mich auch meine Rede, meine Ansprache beenden mit den Worten von Franz Josef Strauß, der damals sagte, Geräusche, die von einem Volksfest ausgehen, sind kein Lärm, sondern Ausdruck der Lebensfreude. In dem Sinne,
Viel Spaß auf der Steinhardt Kirmes von meiner Seite aus und von den Schaustellern. Herr Schevers, darf ich Sie bitten, einmal hier hochzukommen und die Kirmes zu öffnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt schon so viel Tiefschürfendes gehört, dass ich zuerst mal ein bisschen Kritik üben muss, ganz offen gesagt. Ich habe nochmal geguckt. Ich hatte, das ist jetzt 2 Jahre her, ein wirklich wunderschönes Teil hier, regulär gewonnen, nicht irgendwie gekummelt oder so, so einen schönen großen Borussen-Teddy. Wir haben jetzt gerade nochmal wegen des Verlustes des Pokals, wegen der Abzockerei von Schiri Meier, schon mal uns richtig ausgeheult. Aber ich kann es natürlich verstehen, für Vizepokalsieger, gar dann übrigens für Drittplatzierte gibt es hier auch offensichtlich nichts. Da müssen wir mal ran, müssen wir uns in Westfalen richtig Mühe geben, damit wir auch mal wieder mit einem Meistertitel glänzen können. Dann wird auch entsprechend die Auswahl an der Losbude sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin kein großer Fan von Franz Josef Strauß. Das wird Sie jetzt nicht wundern, denn in den letzten Tagen und Wochen konnte ja kaum jemand einem Lächeln von mir vom Plakat entgehen. Die Zettel, die Flyer wurden verteilt. Das heißt, was die politische Gesinnung anbetrifft, weiß jeder Bescheid. Das gehört auch nicht aufs Volksfest. Aber in einem hat er wirklich recht. Eine lebendige Kultur, die lebt davon, dass es immer auch mal wieder was Neues gibt. Dass auch Leute bereit sind, ein gewisses unternehmerisches Risiko auf sich zu nehmen. Und das ist bei Schaustellern ja neben der Frage, kommt das an, immer auch die Wetterabhängigkeit. Und deshalb an dieser Stelle an meinen Freund Klaus ein großes Kompliment. Heute Mittag um 12 hätte ich noch keinen Pfifferling draufgesetzt. Ich gebe das offen zu, dass wir hier jetzt bei Sonnenschein stehen. Und ich habe allerdings gehört, dass er gestern bei Dahlmann im Kreise einiger weisen Herren vorbesprochen hat, wie man denn ein bisschen drehen kann am Wetter. Das ist ihm offensichtlich gelungen. Ich hoffe und wünsche, dass das auch für die ganzen Tage jetzt so gilt. Das sind ja dann immerhin 10. Und insbesondere ich wünsche das beim Familientag. Und das finde ich eine richtig tolle Einrichtung, die der BSV da auf den Weg gebracht hat, zusammen mit den Schaustellern, um wirklich auch denen mit dem kleineren Geldbeutel und der etwas größeren Kinderschar auch einen richtig tollen Kirmesbesuch zu ermöglichen. In diesem Sinne hoffe ich und wünsche ich, dass Abmachungen erfüllt werden. Ganz gespannt bin ich natürlich auf morgen, wer die Königskrone übernimmt. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten mit der Befriedigung unserer Neugier. Und hiermit ist ganz hochoffiziell das diesjährige Schützenfest auf der Hohen Steinhardt eröffnet. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus